Ich bin der Profanta Benjamin, bin Bäckermeister und Brotsommelier und der Inhaber der Naturbackstube Profanta. Wir als Bäckerei Profanta sind in Südtirol Bio-Pionier, produzieren seit 1982 biologische Brot und Backwaren. Wir waren auch in Südtirol die erste Bäckerei, die voll auf Bio umgestellt ist und das schon im Jahre 2011. Das heißt also, alles was wir in unserer Backstube herstellen, aber auch in der Konditorei, ist zu 100% biologisch und daher mit natürlichen Zutaten hergestellt. Man stellt mir oft die Frage, was ist wichtiger, Regionalität oder Bio? Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Beides ist gleich wichtig. Bio muss regional sein, aber gerade regionale Rohstoffe müssen auch biologisch produziert werden bei uns in der Landwirtschaft. Gesundes Brot heißt für uns nicht nur der Verzicht auf Backhilfsmittel, sondern vor allem auch auf die Verwendung von Vorteigen, Natursauerteigen, Lievito Madre. Wir verwenden zum Beispiel ausschließlich eine natürliche Biohefe und keine industrielle Presshefe. Zusätzlich mahlen wir unser ganzes Vollkornmehl täglich frisch. Also seit dem Jahre 1982 haben wir eine hauseigene Mühle und vermahlen Roggenkorn und Dinkelkorn tagtäglich oder jede Nacht frisch zum Mehl und verwenden dieses tagesfrische Mehl für unsere Vollkornbrote. Ich schaue eigentlich sehr positiv in die Zukunft, weil ich nicht nur der Meinung bin, man sieht es wirklich auch, dass sich im Lebensmittelbereich, auch in den Bäckereien, einiges tut. Ausgehend vom Konsumenten ist die Bewegung hin zu regionalen Lebensmitteln, hin zu Bioprodukten, hin zu gesundem Essen, natürlich immer stärker am Vormarsch. Und daher ist es für uns auch wahrscheinlich jetzt bei Jahren bald auch in greifbarer Nähe, dass wirklich die Mehrheit der Lebensmittelherstellung in biologischer Weise passieren wird. Und es wäre ja unser Ziel und unser Wunsch, dass wirklich alle Lebensmittel und alle landwirtschaftlichen Produkte nur mehr rein bioproduziert werden würden. Warum? Weil es ganz einfach besser für die Umwelt, besser für die Tiere und schlussendlich besser für den Menschen und unsere Kinder ist.